Ein grausamer Fund in Wien schockiert Österreich. Nach dem Fall um eine Gruppenvergewaltigung durch eine Jugendbande unterschiedlicher Nationalitäten schockt jetzt der nächste Missbrauchsfall. Diesmal mit Todesfolge. Eine 14-jährige Österreicherin soll im Stadtteil Simmering mit Drogen gefügig gemacht und von einem 26-jährigen Afghanen missbraucht worden sein. Als die Schülerin kein Lebenszeichen mehr von sich gab, alarmierte der junge Mann den Notarzt, der nur noch den Tod des Mädchens feststellen konnte. Die genauen Todesumstände werden von der Polizei jetzt untersucht. Zugeschaltet aus Wien ist unsere Korrespondentin Judith Lindebaum. Was weißt du über diesen grausamen Fall? Ja, Stand jetzt ist der, es handelt sich um einen Afghan auf freiem Fuß. Er ist einvernommen worden, vernommen worden und er hat angegeben, ja, es hätte keine sexuellen Aktivitäten gegeben und das Mädchen wäre freiwillig zu ihm gekommen. Das Mädchen war vermisst in Niederösterreich, da kam es her und es hätte quasi auf einmal vor seiner Tür gestanden. Jetzt sieht es aber wohl so aus, nach neuesten Meldungen, dass das Mädchen unter Drogen stand. Diese Substanzen sollen auch in der Wohnung des Verdächtigen gefunden worden sein. Und es wird jetzt hier berichtet, dass das Mädchen entweder ja, vor seinem Tod oder währenddessen dann wohl Geschlechtsverkehr gehabt haben soll. Und das Ganze schockiert hier in Österreich, da wir so einen Fall schon mal hatten. Vor knapp 3 Jahren, da ist ein Mädchen auch mit Drogen gefügsam gemacht worden und ist dann nachher am Seitenstreifen auf einer Straße abgelegt worden. Die Menschen in Österreich werden aber noch von einem anderen Fall aufgeschreckt, nämlich der Gruppenvergewaltigung einer 12-Jährigen, ebenfalls wohl in Wien. Was ist darüber inzwischen bekannt? Ja, das ist vergangenen Freitag öffentlich geworden und das ist ein Fall, ja, also ich weiß auch gar nicht, was ich da sagen soll. Also es kommen immer mehr grausige Details zum Vorschein. Es handelt sich um 17 Tatverdächtige im Alter von 13 bis 19 Jahren, die angegeben haben, das wäre freiwillig passiert. Es gibt aber Videos, auf denen zu hören ist, wie das Mädchen ganz klar sagt, nein, hört auf. Und mit diesen Videos ist sie auch scheinbar erpresst worden. Das heißt, die Jugendlichen haben gesagt, wenn du das nicht mit uns machst, dann veröffentlichen wir die Videos. Und so hat sich das Mädel ja 3 Monate nicht getraut, irgendwas zu sagen, bis es sich dann doch seiner Mutter anvertraut hat. Und ja, diese Übergriffe sind passiert in Parks, im Hotel. Es wurde sogar ein Hotelzimmer angemietet. In den Kinderzimmern teilweise der Burschen, wenn die Eltern nicht zu Hause waren. Und das Mädel soll jetzt auch ausgesagt haben, dass es wohl nicht die einzige ist, der das passiert ist im Zusammenhang mit dieser Bande. Da laufen jetzt die Ermittlungen und die Jugendlichen sind auch auf freiem Fuß wieder ja, unterwegs in den Straßen. Und das Mädel wohnt sogar im gleichen Grätzel wie die Buben. Grätzel im gleichen Viertel und könnte denen auch täglich wieder begegnen. Judith Lindebaum, herzlichen Dank für diese Details. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.